Zum letzten Mal im heurigen Jahr darf ich Sie zur Pressekonferenz vor einem Bundesligaspiel begrüßen. Die 20. Runde steht an. Wir treffen in der UPC Arena um 18.30 Uhr auf den SV Grödig. Bei mir begrüßen darf ich Willi Kamawaka und Cheftrainer Franco Foda. Franco, das letzte Spiel in dieser Herbstsaison steht an, beziehungsweise die vorgezogene Frühjahrsrunde. Thema Belohnen. Ist das ein großes Thema, dass man sich nach einer guten Halbzeit auch einmal belohnt und das die Führung vielleicht drüber bringt? Ja, wir wollen auf jeden Fall zu Hause ungeschlagen bleiben. Also wir haben in diesem Jahr nur ein Spiel verloren gegen Salzburg zu Hause und wir wollen, klar, mit aller Macht morgen versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Wir wollen da einen versöhnlichen Abschluss und die Mannschaft wird dementsprechend auftreten. Ich denke, das haben sie auch in den letzten Heimspielen getan, auch wenn sie nicht immer so ausgegangen sind, wie wir uns das vorgestellt haben vor dem Spiel. Aber trotz allem werden wir morgen nochmal alles unternehmen, investieren, um dieses Spiel zu gewinnen. Ich bitte um Ihre Fragen an den Trainer. Bitte schön. Reinisch von Sturmnetz. Herr Foda, erst einmal nach 19 Runden konnte man keine positive Bilanz aufweisen. Heuer ist es wieder das Gleiche. Ist Sturm nur Mittelmaß? Wie meinen Sie das? Die Frage habe ich jetzt akustisch nicht ganz verstanden. Zum Beispiel Tordifferenz oder Siege und Niederlagen. Also ich glaube, im letzten Jahr hatten wir nach 19 Spielen oder 20 Spielen, glaube ich, 31 Punkte. Wenn wir morgen gewinnen sollten, hätten wir 29. Also wäre der Unterschied nicht ganz so groß. Aber klar, ich habe das ja in den letzten Pressekonferenzen schon oft genug betont. Wir haben einige Punkte liegen gelassen, unnötig liegen gelassen. Wir haben im Prinzip zu wenig Punkte geholt. Wir hatten jetzt gerade in den letzten Wochen in Salzburg Austria-Wien wirklich sehr, sehr gut gespielt. Aber unterm Strich haben wir nichts mitgenommen, was sehr bitter ist. Und es ist immer ganz schlecht, wenn du gut spielst und dann nicht gewinnst oder zumindest Punkte holst. Das ist unsere Problematik, keine Frage. Aber wie gesagt, die Situation ist, wie sie ist. Und wir werden jetzt da morgen oder die Spieler, haben wirklich gut trainiert, auch schon in den letzten Wochen. Ich kann den Spielern da in dieser Hinsicht nichts vorwerfen. Sie haben auch in den letzten Spielen bis auf Mattersburg erste Halbzeit immer alles unternommen, um diese Spiele zu gewinnen. Sie haben auch Torchancen kreiert, einige gute Torchancen rausgespielt. Letztendlich haben wir uns dann auch selbst nicht belohnt und typisch war dann auch das letzte Spiel gegen Admira. Ja, wir führen 1-0, spielen dann mit zwei Mann weniger, haben auch in Unterzahl eigentlich dann wenig zugelassen und sind dann kurz vor Schluss im Ballbesitz. Das war dann typisch, dass wir dann da noch ein Tor bekommen. Also klar, es ist nicht alles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber es gab trotzdem auch einige Dinge, die sehr positiv waren. Jetzt mal unabhängig nur von den Ergebnissen. Und wir haben jetzt noch ein Spiel, das werden wir morgen nochmal, wie gesagt, positiv angehen. Und dann werden wir uns zusammensetzen, die Situation in Ruhe analysieren und dann auch die richtigen Maßnahmen für die Zukunft treffen. Weitere Fragen an den Trainer. Singer, Sturmnetz. Herr Foda, beim letzten Spiel machten die Fanclubs mit riesigen Transparenten auf sich aufmerksam. Können Sie die Kritik verstehen und was sagen Sie eigentlich zum Thema Sportdirektor? Schauen Sie, es ist ganz normal, wenn man zu wenig Punkte hat. Wir sind auch nicht 100% zufrieden und so geht es den Fans auch. Ich denke, Kritik ist irgendwo schon auch berechtigt, aber es muss immer irgendwo im Rahmen bleiben. Und wie gesagt, ich habe mich auch beim letzten Spiel auf das Spiel konzentriert, fokussiert, habe auch die Plakate nicht gelesen, habe sie natürlich danach, habe ich schon Informationen auch darüber bekommen. Und ich kann nur sagen, ich bin jetzt über ein Jahr wieder hier bei Sturm. Mir macht das nach wie vor viel Spaß und glaube auch, dass wir sehr gute Fans haben. Sie sind vielleicht auch ein Stück weit enttäuscht, aber man muss halt auch immer wissen, ja, was ist Anspruch und was ist die Wirklichkeit. Ja, vielleicht gibt es da auch einige Diskrepanzen, aber nichtsdestotrotz ist es einfach so, wir haben nur einige Dinge gelesen. Wir haben, glaube ich, eine sehr gute Scouting-Abteilung. Ja, also ich kann nur das beurteilen, was ich auch hier miterlebe. Wir haben sie nochmal, auch in den letzten Monaten, haben wir uns dann nochmal extrem verbessert. Wir sind in vielen Ländern sehr, sehr präsent. Aber auch da ist es halt
Scouting-Abteilung ist auch nur so gut letztendlich. Es gibt gute Vorschläge, aber man muss auch immer wissen, wir haben einen finanziellen Rahmen. Ja? In diesen Rahmenbedingungen müssen wir uns bewegen. Insofern kommen halt auch nicht alle Transfers zustande, die wir uns so dementsprechend auch vorstellen. Ja, das ist einfach so und das ist einfach die Situation, aber klar. Und dann gibt es halt auch einige Dinge. Die Mannschaft ist wirklich immer bemüht und ich kann ja in vielen Dingen auch nichts absprechen. Wir wollen immer versuchen, auch gut zu spielen. Ja, wir wollen mit viel Tempo spielen. Wenn du natürlich mit viel Tempo spielst, dann ist klar, dann sind vielleicht auch die Fehler oder die Passquote etwas geringer, weil je höher das Tempo ist, ja, umso mehr technische Fertigkeiten benötigst du in einem Spiel. Aber trotz allem ist es unsere Idee, unser Spiel und da werden wir weiter dran arbeiten. Und ich bin der Überzeugung, wir haben das auch schon in einigen vielen Spielen angedeutet, dass wir in der Lage sind, auch richtig gut Fußball zu spielen und da müssen wir uns stetig verbessern. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Ziel und daran werden wir insgesamt arbeiten. Aber und auch Karriereplattform, es ist auch so ein Begriff. Ich denke nach wie vor, dass es Sturm eine Karriereplattform ist, auch für junge Spieler. Ja, es gibt da zwei Unterschiede. Es gibt einmal externe junge Spieler, ja, wie jetzt zum Beispiel ein Djuricin, der dann letztes Jahr auch für viel Geld verkauft wurde. Wir haben jetzt mit Offenbacher, mit Piesinger, auch Sascha Horvath, ein extrem junger Spieler. Auch Donis Avdijaj, der ja nicht umsonst nach Graz gekommen ist. Ja, der hat ja auch seine Vorstellungen, dass sich hier junge Spieler entwickeln können. Also nach wie vor, denke ich, haben wir die Karriereplattform. Wir sind auch weiterhin ein Ausbildungsverein. Auch ein Andi Gruber hat auch viele Spiele absolviert. Auch ein Sandy Lovric, klar, hat er vielleicht noch nicht so viel gespielt, wie sich viele schon erwarten. Aber ich denke, ich kann es am besten beurteilen. Ich sehe ihn tagtäglich beim Training und ich weiß, wann ich Spieler bringen kann und muss. Ja, so auch beim Sascha. Er kam am Anfang, hat Zeit benötigt, war beim Team, hat wenig in der Vorbereitung mit uns trainiert. Aber ich habe ihn dann auch zum richtigen Zeitpunkt gebracht und er hat jetzt gute Leistungen abgerufen. Und Sandy ist auch ein Spieler, der hat Potenzial, er wird kommen und er wird auch seine Möglichkeiten bekommen. Und auch im Winter, ich stehe im ständigen Kontakt auch mit Markus Schopp. Ich kenne jeden Spieler in der Amateurmannschaft und werde auch den ein oder anderen jungen Spieler auch im Wintertrainingslager mitnehmen. Vielleicht auch einen aus der U18. Es gibt da zwei, drei ganz interessante Spieler. Aber man darf nicht den Fehler begehen und zu sagen, wir nur junge Spieler. Ja, junge Spieler müssen auch wissen, um was es im Fußball geht. Das heißt, da braucht man nach oben kommen ist leicht, aber sich oben zu behaupten, das ist die Kunst, lange Zeit sich oben zu behaupten. Und deshalb, glaube ich, muss man auch etwas Geduld haben. Aber wir haben junge Spieler und die junge Spieler, die die Qualität haben, die richtige Einstellung an den Tag legen, die Mentalität haben, die wissen, um was es geht im Profifußball, die werden sich hier bei mir durchsetzen und die werden wir auch weiterentwickeln. Gibt es noch eine Frage? Der Kapitän Feldmann und auch Marvin Botzmann, der eigentlich ein Stammspieler ist, hat es da vom Verein nach den unnötigen gelb-roten Karten irgendwelche Sanktionen gegeben oder ist die Sperre Strafe genug? Ja, klar, die Sperre ist erstens für die Spieler Strafe genug, aber die Dinge werden wir intern behandeln. Das haben wir in den letzten Monaten und immer getan, wenn solche Dinge vorgekommen sind. Auch das wird der Fall sein. Und klar, ich denke im Nachhinein, beide Spieler haben sich extrem geärgert, weil es einfach unnötige gelbe Karten waren. Wenn man eine gelbe Karte hat, muss man sich einfach besser verhalten in gewissen Situationen. Aber das sind halt so Dinge, wir machen halt auch dann in den entscheidenden Situationen, auch in den letzten Spielen, machen wir dann halt oft auch dann Fehler, die dann auch oft wieder bestraft werden mit Gegentoren, weil typisch war dann 96. Minute, wir haben eigentlich Ballbesitz und du kriegst aus dem Konter, Schiedsrichter hätte nach 95 Minuten abpfeifen können und dann hätten wir das Spiel gewonnen. Und diese Fehlerquellen müssen wir einfach abstellen. Aber ich sage immer wieder, es sind Menschen, keine Maschinen. Und trotz allem hat die Mannschaft einen tollen Charakter. Das sehe ich in jedem Training. Sie versuchen auch die Dinge immer umzusetzen. Klar, im Spiel hat noch nicht alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aber wie gesagt, wir werden weiter dran arbeiten. Und ich bin der Überzeugung, wenn man kontinuierlich an einer Idee arbeitet, dann wird man auch mit Erfolg dafür belohnt. Werden Wilson Kamawaka und Danju Kayan die beiden Gesperrten ersetzen? Wilson wird sicher Innenverteidiger spielen und auf der rechten Seite
Habe ich Option, da werde ich mir sicher das ein oder andere noch durch den Kopf gehen lassen, aber es ist eine Option, dass Tanju spielt, kann aber auch Thorsten Schick hinten spielen. Martin Ehrenreich wäre wieder da, er hat jetzt wieder mittrainiert. Also auf der Position habe ich sicher die ein oder andere Option. Wie geht es dem Roman Kienast jetzt nach dieser Woche mit seiner Maske? Wie hat sich das gezeigt? Ja, oder? Also er schaut auch wieder besser aus. Die Schwellung ist etwas zurückgegangen bei Roman. Also es ist ja schon eigentlich unglaublich. Aber das zeigt auch den Charakter der einzelnen Spieler, dass er eigentlich auch in Wien mit so einer Verletzung weitergespielt hat. Ja, er wollte unbedingt der Mannschaft helfen, um dieses Spiel zu gewinnen. Und Herr Roman hat jetzt die letzten zwei Tage wieder mit der Mannschaft trainiert, also auch mit der Maske. Ich werde heute nochmal ein abschließendes Gespräch mit ihm führen und dann werden wir entscheiden, ob er dann morgen spielen kann, ob er im Kader ist, ob er sich bereit oder zur Verfügung stellt, um der Mannschaft da morgen nochmal im letzten Spiel zu helfen. Ist Naim Sharifi für morgen kein Thema? Ja. Die Problematik ist halt bei Naim, dass er extrem lange verletzt war. Ja, also er ist wirklich, ich kann eigentlich ihn nur loben von seiner Einstellung. Er hat wirklich eine schwierige Zeit hinter sich nach seiner Verletzung. Ich bin gekommen, er war verletzt. Dann war er ja wieder kurzfristig fit gewesen, hat auch mal bei den Amateuren gespielt, hat sich da leider eine rote Karte abgeholt, wurde dann gesperrt. Dann war er wieder verletzt. Das hat mir dann auch zeitweise schon richtig leid getan. Aber wenn halt ein Spieler extrem lange verletzt war und man hat nicht als Trainer das Gefühl, dass er dann auch im Spiel 100% abrufen kann oder über 90 Minuten spielen kann, ist es halt immer schwierig, so einen Spieler dann auch einzusetzen. Aber ansonsten kann ich ihm in dieser Sache überhaupt nichts vorwerfen. Er trainiert vorbildlich und er lässt sich nicht hängen. Und solche Spieler wünscht sich eigentlich einen Trainer, aber er hat sehr viel Pech gehabt in der ganzen Situation, wie das abgelaufen ist. Wie wollen Sie Lukas Benuto morgen aufhalten? Und ist vielleicht auch eine Dreierkette morgen ein Thema? Dreierkette wird morgen kein Thema sein, weil wir jetzt schon so einige Ausfälle zu verkraften haben. Und dann macht es keinen Sinn, da die Mannschaft umzustellen. Klar, wir wissen, dass Grödig eine sehr, sehr gute Kontermannschaft ist. Das heißt, nach Balleroberung spielen sie sofort in die Tiefe und haben natürlich auch vorne die Spieler dazu, die dann auch diese Wege gehen. Venuto ist ein Spieler, der sehr gute Laufwege hat in die Tiefe, der sich auch immer auf Höhe der Abseitslinie befindet. Aber wir spielen zu Hause, wir müssen versuchen, nach vorne zu spielen. Wir wollen Torchancen uns erarbeiten, herausspielen, wir wollen das Spiel gewinnen. Aber wir müssen klar defensiv auch aufpassen, die Konter vermeiden, da müssen wir gut stehen. Das heißt, wir müssen kompakt angreifen und müssen vor allen Dingen, wenn wir den Ball verlieren, müssen wir dann den Raum zum Tor schnell verkürzen, dass dann Grödig keine Möglichkeit hat, hinter die Verteidigung zu spielen. Gibt es noch eine Frage an den Trainer? Bitte schön. Haben Sie sich hinten auf der linken Außendeckerposition schon entschieden? Ich habe mich schon entschieden, ja. Ja, das werden Sie dann morgen sehen. Einer, der bei Stummacher zeitlang verletzt war, ist der Bright Adam Wonji, jetzt gegen die Admira. Seine erste Vorlage, glaube ich, in der Liga. Mit dem Tor in der Liga hat es noch nicht funktioniert. Was kann der morgen für eine Rolle einnehmen? Gut, Bright ist ein anderer Spielertyp als Roman Kienast. Ja, sind zwei grundverschiedene Angreifer und das haben wir auch dann im letzten Spiel unser Spiel etwas verändert wegen Eddie, aber für mich freut es vor allen Dingen für ihn. Er hat ja auch eine lange Verletzungszeit hinter sich. Ja, viele haben schon nicht mal an ihn geglaubt und ihn schon abgeschrieben. Aber er hat eigentlich gute Voraussetzungen, um guten Stürmer zu werden. Er ist auch erst noch jung. Ja? Also auch im letzten Spiel, wir haben, glaube ich, mit 7 Spielern gespielt, die waren unter 23. Weil wir hatten da jetzt keine extrem alte Mannschaft. Und Eddie ist auch erst 21 und er hat Potenzial, er ist extrem schnell, er ist im 1 gegen 1 gut, hat gute Lösungen im 1 gegen 1. Also insofern kann er immer Überzahlsituationen herstellen im letzten Drittel.
Und ja, wir waren sehr froh, dass er im letzten Spiel da wirklich gut gespielt hat, hat sich gut präsentiert. Aber man hat dann auch am Ende des Spiels gemerkt, er hat lange nicht gespielt. Ist ihm etwas der Saft ausgegangen. Und, aber klar, er hat morgen wieder die Möglichkeit zu spielen. Und glaube, dass er auch durch dieses Spiel Selbstvertrauen sich geholt hat. Und jeder hat gesehen, dass er auch bereit ist, für die Mannschaft zu arbeiten. Und ich denke, dass er uns auf jeden Fall, wenn er mal richtig fit ist, wenn er eine komplette Vorbereitung dann auch mitmacht und verletzungsfrei bleibt, dass er dann uns auf jeden Fall weiterhelfen wird. Gibt es noch eine Frage an den Trainer? Ansonsten wechseln wir bitte. Jawohl. Billy, du bist jetzt knapp ein Jahr hier. Wie sieht dein persönliches Resümee bei Sturm Graz aus? Ja, im Grunde aus positiv auf jeden Fall. Wir haben in der letzten, als ich gekommen bin, dann im Januar, haben wir eine gute Rückrunde gespielt. Ja, und jetzt spielen wir eigentlich auch gut. Wie der Trainer aber leider gesagt hat, dass wir in manchen Spielen halt nicht belohnt wurden für unseren Aufwand. Aber ich sehe es positiv, dass wir trotzdem in der Rückrunde dann das, was uns weggenommen wurde, dann wieder zurückholen können. Was sagst du zum morgigen Gegner und was wird für eine Leistung notwendig sein, um als Sieger vom Platz zu gehen? Ja, der Gegner, ich konzentriere mich auf uns, wir konzentrieren uns auf uns und ich denke, wenn wir unsere Leistung abrufen, dass wir dann morgen auch das Spiel erfolgreich gestalten können für uns und das Ganze ein bisschen positiv zu Ende bringen können dann. Ich bitte um eure Fragen an den Wilson Kammerwacker. Hinter dir. Wilson, der Trainer hat angesprochen, ihr wollt zu Hause ungeschlagen bleiben. Aber eigentlich zählen nur 3 Punkte, oder? Ein Unentschieden, ein erneutes Unentschieden gegen Kreuzig. Ja, man geht natürlich in jedes Spiel rein, um zu gewinnen. Ja, das haben wir in den letzten Spielen auch versucht. Ist uns leider nicht geglückt. Und morgen werden wir auch wieder versuchen, dann auf Sieg zu spielen und das Spiel zu gewinnen. Und hoffen natürlich alle, dass das dann klappt. Und wir werden alles dafür tun, alles in die Waagschale werfen und dass wir am Ende jubeln können. Ist es ein Pflichtsieg? Bitte? Ja. Weitere Fragen? Wesen spielst du lieber in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld? Was ich gerne mache, das ist, der Trainer entscheidet das. Ja, man muss das annehmen, was der Trainer einem vorgibt. Und wenn der Trainer dich hinten aufstellt, dann musst du das hinten gut machen. Wenn du dich im Mittelfeld aufstellt, musst du es im Mittelfeld gut machen. Wichtig ist, dass man halt die taktische Marschroute, die der Trainer vorgibt, halt bestmöglich umsetzt. Ja? Und da ist es dann egal, wo man dann spielt. Gibt es noch eine Abschlussfrage? Ansonsten habe ich noch eine Information. Spar Steiermark hat wieder eine tolle Aktion aus dem Hut gezaubert. Um 9,90 Euro können unsere Fans in den Sparsektor mit dem Vorweis der Rechnung an unseren Vorverkaufsstellen. Und bis jetzt wurden 7.000 Tickets verkauft. Dankeschön fürs Kommen. Ein frohes Fest, falls wir uns nicht mehr sehen. Und alles Gute morgen.